Was geht ab, René? Wie geht's dir? Was geht ab? Die wichtige Frage ist, wie geht's dir? Mir geht's gut, Alhamdulillah, dankeschön. Stark. Danke der Nachfrage. Ich habe jetzt ein bisschen was gegessen, was getrunken. Ging leider heute nicht so viel zu essen. Ich weiß nicht, irgendwie hat der Körper nicht so Bock heute. Aber egal, ich esse noch ein paar Kleinigkeiten hier. Wasser. Am Ende des Tages, wir kämpfen ja nicht um 23 Uhr, sondern um 17 Uhr, deswegen wird das schon passen. Ja. Was habt ihr bisher so gemacht? Ich habe heute Morgen mein Training gehabt. Das ganze Wasser, was sich eingesammelt hat, einmal ausschwitzen lassen. Danach habe ich eine Dusche genommen, einen Shake getrunken. So ein paar Kleinigkeiten erledigt, eigentlich nichts Besonderes. Alles klar. Und jetzt chillen wir ein bisschen. Wir haben jetzt 12 Uhr. In 2 Stunden ist der Pickup. Wir wurden auch gefilmt von der UFC. Die haben ihre Kamerateams zu uns geschickt und so weiter. Wollten filmen, was wir machen, hin und her, das Training gefilmt. Ja, und die meinten, die kommen gleich wieder im Epics, filmen da weiter und so weiter. Und so. Die machen wohl eine Dokumentation. Okay. Und die wollen das mit mir machen. Keine Ahnung warum, auf jeden Fall. Und die Jungs kommen halt alle zugucken vor Ort? Ja, die Jungs kommen halt alle zugucken. Wir haben es geklärt, dass jeder von den Jungs ein Ticket bekommen hat. Stark, alles klar. Dann chillen wir noch ein bisschen und dann schauen wir mal, wie der Pickup ist. Ich weiß, wie steht vor die Tür. Guck mal, deine. Guck mal, diese 60. Hör gut zu, diese 60. An diesem Tag, ich habe diese Donuts für dich gemacht. Ja, aber ich hatte beide Hände, ich konnte die nicht benutzen. Ich musste aber doch anders machen. Verstehst du? Hast du verstanden, wie ich also gemacht habe? Also habe ich verstanden? Also gibst du deinem Bruder dreckige Ware und Freunde, die kommen, also Fremde, die kommen 6 Euro, 6 Euro, Wallah, wir bezahlen nächstes Mal. Ja, komm, können wir noch kriegst abrechnen? Wallah, jetzt, jalla. Wie viel Paket hat Pistazie. Der hat Donuts gegessen, wie andere Leute Wasser trinken. Der hat nicht aufgehört damit. Bei dem, ich musste immer aufpassen, wenn ich den Mitarbeitern gesagt habe, mach mal Donuts, bei dem, ich musste in die Küche gehen, ich musste den Leuten sagen, mach die voll, bis die Platz. Pistazie. Sein Vater war sauer. Wenn die nicht voll waren, wenn ich aus allen Ecken Pistazie rauskommen. Du halb Essen gegessen hast. Was hat er gesagt? Warum machst du diese Flocken? Spaß du mit dir? Was soll ich damit? Was ist das? Das ist 50, damit kannst du gut essen hier in Amerika. Damit kannst du richtig gut essen in Amerika. $50. What's game plan for today? Some interesting game plan for today. Now it's like I don't like to speak about it before the fight because something. Yeah. But no one will see it can before. Can go wrong. Yeah, I understand that you post it after, but I don't like to speak because. Okay, yeah, no worries. But what his plan? It's some distance work. Yeah. Not so hard, easy looking, where and after directly on good time. Yeah. 1-2 good strikes and finish. Kawameka. That's our plan. Most of all of Islam plan. So easy going, hopefully. We hope that it will be like we planned, but you know, fight. Yeah. As the opponent also come here to win, not only to be here and to chill. Yeah. Of course, he also would like to win this fight. I think Islam more ready for this fight than his opponent. And everything will be good. Would you say it's one of your bigger fights as coach? I can't say that like it's bigger because also I have and in KSW belt fights for my fighter, yeah. And Bellator fights, but I think it's most important, like not the biggest, yeah, but most important, yeah. Because this for fight the of course, yeah. Because this fight gives to Islam the big future. Yeah. That's why it's the most important fight. Not bigger, but the most important. Today, smash. Inshallah. Bro, du warst ja jetzt auch letzte Woche mit da als Coach. Was bedeutet für dich der Kampf? Nochmal, was bedeutet? Was bedeutet für dich der Kampf? Ja, für mich ist das generell, ich bin ja für Islam hier, nicht für mich selber. Ja. Klar, ist das was Schönes, hier dabei zu sein. Ne? Ist auch ja, eine, wie soll ich sagen, eine schöne Reise mit ihm zusammen. Weil wir auch von der Picker auf angefangen haben. Ich war bei seinem ersten Profikampf dabei. Und heute bei einem seiner wichtigsten Kämpfe. Ja. Wo ich denke, das werden auch ihm neue Türe öffnen, beziehungsweise er kann zeigen, was er drauf hat. Und ich denke mal, ganz Deutschland fiebert gerade für ihn mit, weil er versucht natürlich jetzt, er wird, was heißt versucht, er wird Deutschland auf die Landkarte setzen bei der UFC.
ist immer schwer gewesen, schweres Thema, ja. Weil der Sport noch nicht so breit ist in Deutschland, aber ja, wie man sieht, der Sport wächst, Gott sei Dank. Das ist aber auch Schönes für uns. Somit ermöglichen wir auch Leuten, ja, mit dem Sport auch mal Geld zu verdienen, ja. Ne? Weil das vorher nie möglich war. Und natürlich jetzt gerade ist man nicht wegen dem Geld hier. Wenn man die Ausgaben gegen die Einnahmen rechnet, ist natürlich eine Katastrophe. Reines Minusgeschäft. Das sind wahrscheinlich nur so die Top 3 aus jeder Gewichtsklasse oder 4, 5, ja, so diese Big Fights. Ja, genau, diese Big Money Fights, die gibt es jetzt irgendwann mal, aber ja. Am Anfang ist die Intention nicht das Geld, sondern einfach nur für die eigene Legacy, für das, ich weiß nicht. Man will sich irgendwo selber verwirklichen, jeder hat seinen Traum und ich glaube, Islam hat seinen Traum und er glaubt daran und ist ein geiler Traum. Ist auch eine schöne Geschichte bei ihm. Ne? Hat auch schwere Zeiten hinter sich, deswegen hat er jetzt schöne Zeiten. Das Kämpfen ist keine schwere Sache für ihn, das ist eigentlich das Schönste. Er kann damit sogar Geld verdienen, also was Geileres kann ich mir für ihn nicht vorstellen. They just told us the back room for luggage and something like that and there are many old UFC posters. Yeah, I think. On this flag, on this is in, also Islam's poster somewhere here, sign. Someone, or this one, I think. Yeah? Like also in the hotel works guys who love this, big fans, because to make it, collect all this, to show to people, it's like, you need to be a real fan, yeah? What's that? About these posters and yeah, all. Yeah, long time. Me, 18 years here, and we've been collecting them. Like, nice. Remember, Forrest Griffin, Iceman, all those guys, yeah, cool, nice. Cool dudes. Cool, nice, yeah. Hier mit meinen Cousins, Islam und meinem Bruder Mimon. Holen wir heute einen Charla, einen Sieg nach NRW, nach Düsseldorf. Du machst das schon, Charla. Islam, yalla, Cousin, du machst das schon, mein Bruder. Yalla, ich küsse dein Herz, Bruder, yalla. Wallah, ich krieg Gänsehaut. Wallah, ich krieg Gänsehaut. Du? Gar kein Fall. Islam, komm, yalla, Cousin. Also Freunde, wir sehen uns inshallah spätestens nach meinem Kampf mit einem UFC-Vertrag. Inshallah. 11-1, 26 years old. You are fun to watch fight. You are fun. And I cannot wait to see you fight again. Come on over here, you're in. Islam Dulatov, welcome to the UFC. Ah, scheiße, René, du bist ja auch hier, mein Bruder. Wie geht's, Alter? Alles gut, Mann? Was hast du geweint? Ich hab die Nachricht sogar gelesen. Ja, Leute. Hast du was zu sagen? Ja. Dankeschön an alle, die mir an mich geglaubt haben und gesagt haben, immer, dass ich es nicht schaffen werde. Und noch mehr dankbar bin ich an alle Menschen, die immer an mich geglaubt haben. Und ich meine, aus Herzen geglaubt haben, nicht nur mir vorgespielt haben, dass sie an mich glauben. Vielen, vielen Dank. Nur Liebe für euch und ja, wir sind ja UFC-Leute, was soll ich sagen? Jetzt geht es richtig los. Ich lasse erstmal ein bisschen meinen Ellenbogen ein bisschen untersuchen. Ich habe ein bisschen Schmerzen in meinem Unterarm. Kann aber sein, dass es nicht groß ist. Meine Nase ist ein bisschen angeschwollen und mein Finger muss geprüft werden. Jetzt bei der UFC, was alle nicht wissen eigentlich, ist, ich muss jetzt in Deutschland im Krankenhaus gehen und muss dort einen Attest vorzeigen, dass nichts kaputt ist, sonst muss ich 6 Monate Pause einlegen. Ja, sonst habe ich eine Sperre bei der UFC jetzt aktuell. Also dann bist du quasi gesperrt von der UFC automatisch und darfst halt nicht kämpfen. Aber ja. Wie läuft das jetzt ab? Hast du jetzt schon einen Vertrag direkt unterschrieben? Dauert das noch? Das macht mein Manager. Das ist jetzt unterschrieben, also der Vertrag ist schon da. Okay. Na gut, dann genieß den Abend jetzt. Dankeschön. Du darfst dich verabschieden, du bist entlassen. Du hast 9 Tage durchgezogen. Leute, vielen, vielen Dank für den Support. Ich liebe jeden Einzelnen von euch, der mich unterstützt. Vielen, vielen Dank nochmal, René. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Gib mir einen Code, Bruder. Danke, dass ich da sein durfte. Lieben gerne. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, like, teilen, kommentieren, was auch immer, Leute. Und ja. Jetzt genießen wir den Abend. Der beste Kommentar. Nein, ich wollte gerade meine Handschuhe verlosen, aber ich habe keine Handschuhe. Deswegen. Nein, ich verlose die Handschuhe nicht. Aber die nächsten Tage, mein YouTube-Video wird ein Handschuh verlosen. Also werden die Handschuhe verlosen, okay? Von meinem ersten Dana White ganz schön, dass ihr das kann. Let's go, Freunde. Dankeschön. Ich frohe auf die Uhrzeit, wann ich landen werde. In Düsseldorf. Ich hoffe, dass jeder Einzelne von Düsseldorf zum Flughafen kommt und wir da einen Ausweis haben.